So, mein lieben Blogger, heute mal mit einem Selbstexperiment. Darauf gekommen bin ich durch meine Mitbewohnerin. Die hat gesagt, dass sie jetzt anfängt, jeden Tag Karottensaft zu trinken, um brauner zu werden. Weil sie ist etwas ein hellerer Hauttyp und will brauner werden und in die Sonne legen klappt nicht so richtig. Und dann hat sie sich etwas informiert und ist darauf gestoßen, dass sie, wenn sie regelmäßig Karottensaft trinkt, braunere Haut bekommt. Und ja. Ich habe das früher auch schon mal gemacht, da hat das mega gut geklappt. Und ich werde das jetzt auch nochmal probieren. Ich habe damals immer so einen halben Liter pro Tag getrunken, so einen halben Liter Karottensaft. Der hier gefällt mir jetzt nicht ganz so gut, weil da Antioxidationsmittel drin sind, also Ascorbinsäure. Aber ich werde demnächst versuchen, auf ein anderes Produkt umzusteigen, wo das nicht drin ist. Ja. Also ich. Kurz, ich werde einfach die nächsten Tage immer mal so einen Pack trinken, jeden Tag eins, und euch dann auf dem Laufenden halten, wie das so ist. Und jetzt Prosit Toast! Dazu muss ich noch sagen, am besten ist es, glaube ich, das morgens zu trinken auf nüchternen Magen, damit die ganzen Vitamine und so weiter besser aufgenommen werden. Und es ist gut, es so wie ich es gerade gemacht habe, zu ächzen, weil dann geht das nicht so auf eure Zähne. Am besten danach den Mund ausspülen, weil sonst verfärben sich eure Zähne und sieht man vielleicht, die werden sonst auch orangelig, worauf man eigentlich keinen Bock hat. Eigentlich soll dann die Haut braun werden. Ja. Gut, wenn ihr wollt, probiert es auch mal aus. Lest euch dazu was im Internet durch. Da gibt es verschiedene Meinungen. Ich habe das früher mal probiert, in der Schulzeit noch. Und da haben mich dann nach ein paar Wochen alle darauf angesprochen, ob ich im Urlaub gewesen bin und so. Und dann habe ich es aber irgendwie aufgehört. Keine Ahnung. Das hat mich dann auch abgefuckt, dass mich alle darauf angesprochen haben. Ja, probiert es mal aus. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr Erfahrungen mitgemacht habt. Und ich bin gespannt. Abgevloggt.